Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir mit dem ersten Duna-Lander oder mit dem ersten, ja, mit den ersten Kerbal-Nauten auf Duna gelandet. Die befinden sich jetzt im Mars Life Tower und verbringen dort ihre erste Zeit und leben sich ein. Die brauchen erstmal ihre Ruhe. Währenddessen bringen wir den anderen Mars Life Tower zu Ike. Warum zu Ike? Wir waren noch nie auf Ike und wir haben noch einen Turm übrig, der genug Treibstoff hat, um diese Mission durchzuführen, was natürlich als Vorteil ist. Alter, schaut euch mal die Sonne an, wie schön blau die ist. What the fuck? Schaut schick aus. Jetzt müssen wir nur kurz zurückfokussieren, damit wir kurz vor den Burnpunkt kommen. Hier sehen wir auch schon, wir kriegen die ganze Zeit schöne Punkte von der Oberfläche. Und der Low-Curble Imager, der ist jetzt gerade nicht von Interesse für uns. Bisschen vorspulen. Und dann sollte es gleich losgehen. Und dann können wir schön diese Mission weiter durchführen und sollten, ja, schon, dass wir gar nicht frosten kriegen. Zum Glück hat die Rakete ja noch einigermaßen Schub. Kann hat hier ordentlich Last noch. Und das ist immer noch der Lastenträger. Ich finde es geil, dass der so viel Kraft einfach hat. Immer noch. Habe ich besser gebaut wie geplant. Und somit können wir jetzt noch zum Eck fliegen, was natürlich es noch spannender macht, diese Mission hier durchzuführen. Hui, der Kreis. Nächstes müssen wir dann nur runterbremsen. Aber das ist ja schon alles in Planung. Wie Leute, wir spulen das hier vor. Der Life Tower macht sich auf den Weg. Tschüss, Duna, nochmal. Aber wir haben ein höheres Ziel. Und es ist nicht die Fliege, die vor meiner Nase rumfliegt. Ah! Ich glaube irgendwie, dass wir noch eine Runde brauchen. Ja, die nächste Runde wird es sein. Ich denke, das wird die nächste Runde sein. Das Problem ist, dass wir außen keinen Transmitter haben, der in der Nähe von Ike fliegt. Wir haben kein gutes Ike-Netz bis jetzt. Was es natürlich sehr, sehr schwer macht, sagen wir mal, eine passende Mission hier durchzuführen. Wenn wir uns auf der dunklen Seite des Mondes befinden, haben wir ein Problem. So, hier vorspulen. Schaut aber gut aus, dass eigentlich alles klappen sollte. Hallöchen, Ike. Wir haben uns noch nicht gesehen, wirklich. Wir haben noch keine Begegnung miteinander gehabt. Und die Fliege vor meiner Nase nervt. Wenn ich eine Fliege im Weltraum mit hätte, ich würde so durchdrehen. Das ist das Einzige, was ich niemals haben will im Weltall. Eine scheiß Fliege. Wir können gleich als Ziel auch gleich eine Landung durchführen versuchen. Schon befindet sich der Turm im Landemanöver. Vorteil ist in diesem Fall, wir brauchen das Hitzeschild nicht.
weil ja wir keine Atmosphäre haben, durch die wir durchschießen müssen. Und natürlich die Originalhöhe. Versuchen wir mal so tief wie möglich zu kommen. Kannst du dich mal nachrüsten? Und dann darf jedes nächste Team danach herfliegen. Und das letzte Team lässt dann Alpha Centauri abstürzen. Oder wahrscheinlich abstürzen. Weil wir dieses ja nicht mehr wirklich brauchen. Bin gespannt, wie die Oberfläche ist. Er schaut, das ist ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir landen wieder in dem Nebelbecken. Vorspulen bis zu 5000, irgendwas so. Also ich mag anmerken, diese Stage hat uns bis zu Duna geführt, hat den Transfer zu Duna durchgeführt und bringt uns jetzt auch noch zu Ike und landet uns dort. Wir haben noch nicht mal die andere Stage benutzt, die zur Landung eigentlich vorgesehen ist. Wir haben hier was sehr Effektives gebaut. Wir sind echt schon wieder in den Nebelschwaden drin, das gibt's doch gar nicht. Warum sind die immer Nebelschaden, wenn wir landen? Immer explodiert hier irgendwas, ich weiß nicht was. Deploy all. Wir haben noch 300 Meter vor uns. Das geht schneller als erwartet normalerweise. Hauptsache, wie stabil ist das Ding? Okay, jetzt lassen wir uns kurz sich beruhigen. Auto-Level beginning. Auto-Leveling. Setze ich erstmal ein bisschen tiefer wieder. Mein Freund. Fahre deine ersten zwei Solarpaneele aus, dass falls das ist, wir noch zwei übrig haben. Und jetzt mach Auto-Leveling. Sollte eigentlich gut hinkriegen. Komm. Thank you.
Jetzt scheint es irgendwie geklappt zu haben. Moment. Den letzten Gradkampf schafft er auch noch. Kommt schon. Ah, es passt schon. Wir stehen. Erstmal wieder die ganzen Teile ausfahren. Hier oben. Gewitzhaut aktivieren. Obers Licht. Licht aktivieren. Hat er nicht auch Lichter hier unten angebracht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe hier so viel dran gebastelt, dass ich nicht mehr weiß, was war. Die Leitern ausfahren. Die Bohrer ausfahren. Der Lifetime, muss man aber sagen, ist ein sehr effektives Tool mittlerweile. Oh, schaut euch das Bild an. Oh. Das ist mal ein Bild für die Götter. Schaut euch das an. Ich habe meinen neuen Background. Leck mich am Arsch. Ich weiß gar nicht, was war der Fotobutton. Ich will schnell ein Foto machen. Wie war der Fotobutton? S, T, G und X. Wir haben ein Foto gemacht. Yay! Weil das ist ja echt schon fast gezeichnet. Wahnsinn. Schaut euch das an. Alter. Was soll das da oben darstellen? Ich weiß es gar nicht. Aber noch ein Bild, komm. STRGX. Wunderschönes Bild. Das ist echt wunderschön. Oh. Und wie es funktioniert hat auch wieder. Schauen wir mal, ob die Bohrer was können. Keine Ach, der hat keinen Bodenkontakt. Okay. Deswegen hat man an allen Ecken einen. Und der kriegt Wasser. Cool. Der hat auch keinen Bodenkontakt. Es haben nur zwei Bodenkontakt. Okay. Aber die kriegen Wasser. Das ist cool. Und wir haben hier sogar noch die Reste unseres Landers liegen. Den können wir in Zukunft abbauen und dann hier eine neue Base bauen oder sowas. Eine Erweiterung bauen. Aber wir haben eine Base jetzt auch auf Ike. Wir sind echt gut unterwegs. Es muss gar nicht, wo die das Wasser hinpumpen. Ah, die pumpen sich in die selber. Okay. Gut zu wissen. Aber dann haben wir jetzt auch Wasser hier auf Ike gefunden. Bedeutet, wir haben hier auch eine Sustainable Base. Und in der nächsten Folge machen wir dann die letzten Landungen. Ich glaube, ich werde bis dahin schon mit dem ersten Team losfliegen. Fliege, geh weg hier. Die sich um die Base hier kümmern soll. Und die anderen Teams begeben sich dann noch auf Boden. Also wie viel passen denn eigentlich hier rein? Das kann ich nicht mehr passen. Muss ich nochmal nachschauen, wie viel hier einfach reinpassen. Damit ich nicht zu viele Menschen irgendwo hinschicke und am Ende ist kein Platz mehr. Warum kannst du eine Crew-Info starten? Ah, ne, bin Satzung gefordert. Ich denke mir schon, irgendwie geht das gar nicht. Aber was wir auch noch machen können, wir können die ersten Tests schon starten. Wir haben hier eine Testbase hier dabei. Atmosphärendruck gibt es ja keine eigentlich. Wir können aber den Scan starten. Den Scan starten. Den und den Scan starten. Und nun kriegen wir hier auch noch Wissenschaftspunkte. Gesendet von Ike direkt zu Duna und von... Ne, der schickt es sogar direkt nach Hause. Cool. Aber wir sind gelandet auf einer wunderschönen Fläche. Mit einem wunderschönen Ausblick auf Duna. Und ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.